Willkommen zurück zu Dino Crisis. Ja, Leute, der letzte Part bestand hauptsächlich aus Rumrätseln an schönen DDK-Schlüsseltüren. Ja, indem mein Brain mal wieder seine absolute Lahmarschigkeit bewiesen hat. Dafür kamen wir an diesen schönen, hochgesicherten Ort. Wir haben zwei Schlüsselchips gebraucht und mussten halt noch das DDK überwinden. Und nun schauen wir, was hier drin ist. So, Betäubung erstmal. Können wir keine mitnehmen. Ja, wir suchen immer noch nach einem Weg, den Vortex-Wirbel zu umgehen oder zu deaktivieren, der den Weg zum Hafen blockiert. Dritter Energiebereich, B2. Rick, I've located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it. Aktivieren. Mhm. Natürlich. Wir schmeißen das Gerät an, was die ganze Anlage hier ins Chaos gestürzt hat. Alles klar. Von der anderen Seite verschlossen. Schade. Ja. Konsole? Geht dir was? Knopf drücken? Nein. Ich möchte mich erst nochmal umgucken. Ich weiß ja nicht, ob ich danach noch hier die Gelegenheit dazu habe. Gefahrlos. Wohlgemerkt. Hier ist noch ein Durchgang und es geht sogar weiter. Steuerzentrale, okay, dann sollte ich vielleicht doch erstmal das Knöpfchen drücken. Wartet mal. Oh mein Gott, wir spielen mit der dritten Energie rum. Die dritte Energie, es wurde am Anfang des Spiels erwähnt, ist eine neue Energiequelle, die von Dr. Kirk eben entwickelt wurde. Allerdings, ja, hat das Militär ihm dann, also, ja, in, oh, es geht runter. Jedenfalls hat ihn das Militär dann damit eingespannt, dass diese dritte Energie hauptsächlich für militärische Zwecke genutzt werden soll. Ja, er hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht und, wir sollen ihn zurückholen. Das ist unser Auftrag, darum geht es ja hauptsächlich in dem Spiel. Oder, ja gut, das war zumindest die Einleitung, weswegen wir hierher gekommen sind. Und, mein Gott, wo führt mich das hier hin? Knopf. Drücken. Vor dem Drücken des Schalters müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Ach, und die wären bitte. Kann ich vielleicht das Ding selber untersuchen? Nee. Ich möchte nicht den Knopf untersuchen, sondern die Klappe. Dass da vielleicht was irgendwie was. Nee. Okay, vielleicht erfahren wir hier an diesem Terminal was oder. Das Steuerfeld, das den dritten Energie. Generator aktiviert. Willst du es bedienen? Eigentlich nicht, aber ich glaube, ich habe keine Wahl. Error. Preparation procedure incomplete. Was muss ich da bitte tun? Nein. Kann ich vielleicht auch in dem Ding hier was machen? Nee. Gilt alles als dasselbe. Okay. Hier sind wir zu früh. Hier geht noch nichts. Aber so die Stege und so. Ich muss spontan ein bisschen an Metal Gear Solid denken, ehrlich. An den Hangar von. Von Rex.
So. Ja gut, dann bring mich wieder hoch. Dritter Energiebereich, B2. Immerhin ist das Areal sicher und ruhig. Das ist schon was wert. Gut, jetzt ab in die Steuerzentrale. Und gleich wieder teilt sich der Weg. Und zwar rauf wie runter. Supi, ich bleibe erstmal auf dieser Ebene. Und check hier alles. Terminals, die den Generator überwachen. Wir werden dazu benutzt, in Echtzeit zu überwachen, wie der Generator arbeitet. Mhm. Dokument. Ah, wahrscheinlich unten. Ja, unten. Oder? Na, na. Ah, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Eine Akte. Titel: Anleitung zum Generator. Das klingt interessant. Wie der Generator aktiviert und gesteuert wird. Bereiten Sie die Aktivierung mit dem Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale vor. Zweitens: Begeben Sie sich zum B3-Bereich des Generators, um einen Initiator einzusetzen. Drittens, benutzen Sie das Steuerfeld nahe des Initiators, um den Ansaugschaft mit dem Generator zu verbinden. Viertens, gehen Sie zum B2-Bereich, den Stabilisator einsetzen. Ja, fünftens, aktivieren Sie den Generator. Sechstens, gehen Sie in die Steuerzentrale und regeln Sie die Abgabe in der unteren Ebene. Wenn der Generator aktiviert wird, muss der Doktor zugegen sein. Um Unfälle zu vermeiden, geht der Generator nur mit der ID-Karte von Dr. Kirk online. Oh mein Gott, das ist eine Menge, das sind eine Menge Aufgaben. Erstmal den ganzen Schmarrn hier aktivieren und okay. Wir bräuchten erstmal einen Initiator, den wir einsetzen können. Genauso wie eben Dr. Kirks ID. Einen Stabilisator haben wir auch nicht. Okay. Ein Terminal, das den Generator steuert. Seid nicht so pingelig. Seid nicht so pingelig, mein Gott. Ach Gott. Moment, es war so viel Zeug, das muss ich direkt nochmal kurz lesen. Okay. Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale. Okay. Und dann B3-Bereich. Initiator, alles klar. Dann können wir vielleicht das Ding zumindest schon mal, ja, zumindest da schon mal aufs Knöpfchen drücken. Schon, oh, schaut euch mal, wie viele Wege hier wieder sind. Das ist doch, ah, hier geht's noch runter. Gut, was haben wir hier? Eine Anzeige des Terminals, das der Generator steuert. Okay, okay, okay. Gut, wir haben einen Fahrstuhl, wir haben eine Tür, wir haben eine Treppe. Was darf es zuerst sein? Ich will erst wissen, wo die Tür hingeht. Energieverteiler. Der dritte Energieverteiler. Die B2-Bereichskarte ist an der Wand. Kartendaten aufzeichnen. Gerne.
ist ja nicht so, dass ich nicht immer noch diesen Emulator-Bug habe, aber mein Gott. Dort drinnen ist Werkzeug zur Wartung. Sie ist bewusstlos und liegt im Sterben. Okay, als ich bewusstlos las, habe ich gedacht, Mensch, da lebt noch einer. Aber dann, na, gleich liegt im Sterben. Man gönnt uns keine Unterstützung. Moment, das ist zu schnell weggedrückt. Sehen wie Geräte aus, die Daten aufzeichnen, wenn der dritte Energiegenerator aktiviert ist. Die Schaltkreise stellen die Einstellung der Notstromversorgung dar. Im Moment ist sie auf die normale Energiequelle der Einrichtung gerichtet. Du kannst die Richtung, in die die Energie geleitet wird, auf den dritten Energiegenerator umstellen. Willst du die Richtung umstellen? Ja. Puzzeln! Gut. Jetzt kann ich auch wieder gedreht einsetzen. Okay, nee, so nicht. Moment, darf ich die Felder eh wieder überdecken? Du gehst zurück. Die Felder überdecken sich ja dann am Ende wieder. Das darf ich nicht vergessen. Wenn ich dich jetzt so nehme, habe ich hier die Einleitung, hier habe ich das. Ja, ich glaube, ich hab's. Oder? Ja. Endlich mein Rätsel, das schnell vonstatten geht. Gut, Energie umgeleitet. Das kann nur von Vorteil sein. Vielleicht tut sich jetzt was, wenn wir irgendwo ein Knöpfchen drücken. Und was zur Hölle ist... Maschinen, die vom dritten Energiegenerator erzeugte Energie steuern und lagern. Okay. Alles nur Energie. Noch ein Weg. Leute, übertreibt's gerade ein bisschen, ehrlich. Forschungsmemo. Kirk hat seit kurzem alles vor den anderen Forschern versteckt. Das Personal des B1-Laborbereichs hat beschlossen herauszufinden, was Kirk und die Militärs vorhaben. Wir haben ein kleines Bandgerät in das Teilelager geschleust, in dem sie sich treffen. Das Gerät wird durch Schall aktiviert und nimmt dann automatisch auf. Es kann die Aufnahmen auch abspielen. Womöglich ist das die beste Art, etwas herauszufinden. Wir benötigen Kirks ID, um uns den Generator anzusehen. Wir kennen bereits seine Registrierungsnummer. Sie lautet... Stift, Zettel! Hallo! Das notiere ich mir. Und verschlamm's diesmal am besten nicht bei Gelegenheit. Gut. 31415. Alles, was wir jetzt noch brauchen, um seine ID-Karte zu fälschen, sind seine Fingerabdruck-Daten. Gut. Fingerabdruck-Daten, kein Problem. Wir haben hier den Fingerscanner. Das Problem an der Sache ist, wo bitte treibt sich Dr. Kirk nun wieder rum? Hier ist Medizin gelagert. Mach mal auf, was haben wir hier alles? Heilmittel. Die Wiederbelebung, sonst nichts. Auf jeden Fall nehme ich erstmal die Wiederbelebung mit. Munition. Sind zwei Stecker benötigt. Komm, ja, mach. Hitzegranaten. Okay, ist ein bisschen Westen.
Muni. Die Granaten können wir gerne mal mitnehmen. Ah, kann ich wohl nicht, kann ich nicht stapeln. Schade. Gut, dann kann die einzelne Granate rein. Und die Munition geht mit. Gut. Dann. Nee, bevor ich da hinten weitergehe, werde ich was anderes machen. Ich gehe jetzt hier mal zurück, nimm den Fahrstuhl. Es hieß ja, wir sollen erst in die oberste Etage von der Zentrale. Das machen wir jetzt. Okay, mit der Karte, die du jetzt hast, kannst du den Fahrstuhl nicht bedienen. Okay, dafür brauchen wir Dr. Kirks Karte, alles klar. Dann könnten wir aber trotzdem noch schnell die Treppe auschecken, denn ist der Raum zumindest wirklich untersucht. Wer weiß, die Kamera ist gerade ein bisschen ungünstig, wenn ich ehrlich bin. So, ja, okay. Ah, schon besser. Nee, ich wollte sagen, es kann ja sein, dass hier unten trotzdem irgendwo ein Schlüssel oder so rumliegt, den wir brauchen. System locked. Die Hauptkonsole zur Steuerung des Generators. Sie kann aber nicht bedient werden. Oh, das System ist gesperrt. Sollte man hier unten nicht irgendwie den Initiator einsetzen, legen? Forscheraufzeichnungen. Seit ich dieser Abteilung zugewiesen wurde, habe ich lediglich Simulationsdaten des Generators geprüft. Ein mäßiger Student könnte das erledigen. Warum will Kirk nicht, dass wir den Generator bedienen? Traut er uns das etwa nicht zu? Geschrieben von O. An O. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Dass eine ID benötigt wird, um den Generator zu bedienen, ist er der Einzige, der etwas unternehmen kann, wenn es einen Unfall gibt. Ich verstehe noch nicht, was das Militär mit dieser idiotischen Maßnahme erreichen will. Geschrieben von N. Ich habe eine Idee. Es geht um diesen Tom, der dem B1 erst kürzlich zugewiesen wurde. Er fragt mich oft nach unserer Arbeit. Ich denke mal, er kann meinen Charme nicht widerstehen. Warum laden wir ihn nicht in unsere Gruppe ein? Damit der Kirk ausspioniert. Das sollte klappen, da es ihm leicht fällt, Vertrauen zu gewinnen. Geschrieben von B. An B. Denk doch mal nach. Hast du schon vergessen, wie sehr du versucht hast, Kirks Aufmerksamkeit zu erlangen? Ach, bitte lerne etwas logischer zu denken, du